Ja, ich grüße euch ganz herzlich hier von der Fahrvorstellung für den neuen Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid. Eine interessante Geschichte. Diesel ist ja langsam nicht mehr in und deswegen sind die Plug-in Hybride gerade das, über was man spricht. Dieses Auto hier kann ungefähr 45 Kilometer rein elektrisch fahren. Es hat einen Antrieb, einen elektrischen Antrieb vorn an der Vorderachse und es hat ihn auch an der Hinterachse. Hinten haben wir 70 Kilowatt. Vorn haben wir 60. Wir haben mit dem Verbrenner zusammen eine Systemleistung von 220 PS. Ordentlich, fährt sich wirklich wunderbar, ich habe es schon ausprobiert. Und wir haben im Unterschied zu manch anderem Plug-in-Hybrid wirklich auch elektrisch eben einen Allradantrieb, was zu diesem Auto wunderbar passt. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was kostet dieses Auto? Er wurde neu gestaltet. Ihr seht es hier zum Beispiel auch an der Front. Es ist klarer geworden. Die Scheinwerfer haben hier einen hochwertigeren Rahmen bekommen, metallisch eingebunden. Das sieht schon besser aus. Und auch das Fahrverhalten, an dem wurde deutlich gearbeitet. Aber ich komme zurück auf die Frage, was kostet dieses Auto? Es kostet 37.000 Euro etwa. Und davon geht natürlich dann noch die Elektroprämie ab, beziehungsweise 1.500 Euro vom Staat, 1.500 Euro vom Hersteller. Und Mitsubishi gibt sogar noch etwas drauf, sodass ein Nachlass von 8.000 Euro zustande kommt. Wir liegen also dann mit diesem Auto bei unter 30.000 Euro. Das ist für ein so großes SUV wirklich ein spannender Preis. Und wir haben natürlich, ihr fragt euch, wie ist es jetzt mit der Garantie? Dieses Auto hat eine Garantie von 5 Jahren, 100.000 Kilometer maximal. Und die Fahrbatterie, das ist auch spannend, die hat 160.000 Kilometer und 8 Jahre Garantie. Also da kann man sicher sein, dass man technisch und auch mit dem Geldbeutel auf der richtigen Seite ist. Und spannend ist auch, man kann dieses Auto sogar als Kraftwerk verwenden. Also man kann es zu Hause hinstellen, wenn es geladen ist, hat 10 Kilowattstunden und mit diesen 10 Kilowattstunden könnte man ungefähr einen Tag lang ein Haus bewirtschaften elektrisch. Das ist doch spannend. Allerdings braucht es dafür eine Station. Der Preis für die ist noch nicht festgelegt, aber etwa 4.000 Euro wird man dafür rechnen müssen, dass man den eigenen Solarstrom nutzen kann, das Auto damit laden und umgekehrt aber auch wieder, wenn es im Auto geladen ist, den Haushalt damit versorgen. Eine wirklich interessante Lösung. Dass dieses Auto klasse fährt, habe ich schon beschrieben. Es ist wirklich auch schöner geworden, dieser Mitsubishi Outlander, der jetzt auf den Markt kommt. Das ist der Mitsubishi Outlander.